Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen zu Völlerockt, meine Musiktipps zur Apokalypse, Folge 83. Jawohl. Nehmt bitte Platz, ich lade euch ein, nehmt bitte Platz an meiner Theke. Ich habe bisher was zusammengestellt, habe mir auch ein bisschen was notiert, was ich unbedingt erwähnen will. Gibt da so ein, zwei Sachen, über die man mal unbedingt schwätzen muss. Zumindest mal kurz oder so. Und ich würde sagen, da lege ich mir auch gleich los. Erstmal noch in eigener Sache war es ein Hinweis. Es gibt den Kanal, den Reaction-Kanal, Reaction-Videos von Die Fette Krokette. Den habe ich schon mal hier vorgestellt. Und ja, der macht Videos, indem er sich da dabei Musikclips anschaut und dann darüber was sagt, reagiert und so weiter. Ist eine ganz spannende Sache, könnt ihr euch mal anschauen. Und bei zwei Videos, eins ist mittlerweile definitiv schon veröffentlicht, ein zweites folgt noch, da hat er mich mal gefragt, ich soll mal Songs aussuchen, wo er gern was machen würde und wo ich dann auch was dazu sage. Also bin ich bei ihm eingeladen, also checkt's mal an, Die Fette Krokette auf YouTube, Link unten in der Videobeschreibung. Da durfte ich auch mal meinen Senf dazugeben, ist eine geile Sache, könnt ihr gerne verfolgen, den Mann, der macht da echt eine richtig geile, fette Arbeit. Und bevor wir loslegen, noch eine Anmerkung. Was sagt ihr denn eigentlich zu der Veröffentlichung zum 40. Jubiläum von Iron Maidens Number of the Beast? Wurde nochmal veröffentlicht mit zwischen drei LPs, ist eine Doppel-LP dabei, Beast over Hammersmith, das ist ein Live damals kurz nach oder vor der Veröffentlichung von Number of the Beast aufgenommen. Und man hat das Ganze, ich habe es im Netz gefunden, für 80 Euro. Ich habe es bei einem anderen Anbieter für über 100 Euro gesehen. Also, ich bin ja schon immer bereit, da manchmal auch definitiv den Euro zu viel ausgebe. Aber genauso oft bin ich auch sehr kritisch, wo ich mir sage, mein Gott, Number of the Beast, das ist doch millionenfach verkauft worden. Da hat man sich doch schon dermaßen gefühlt 100 Millionen goldene Nasen verdient. Also, mehr geht da eigentlich gar nicht. Und dieses Beast of a Hammersmith ist nach meinem Wissen auch oft genug schon als Bootleg aufgelegt worden, die man sich sogar anhören kann. Und das jetzt rauszuhauen für 80 bis 100 Euro, wow, da ist also das ganze Inflationsding bei irgendwem noch definitiv nicht angekommen, beziehungsweise derjenige, der sowas veröffentlicht mit so einer Preisgestaltung, dem ist die Inflation am Arsch, also oder mal generell diese Preissteigerung bei Vinyl unter anderem. Bei so, wie denkt ihr darüber? Schreibt es mir in die Kommentare, würde mich interessieren. Haut rein in die Tasten. Und was ich auch noch nebenbei schwätzen will, ich will noch mal kurz auf das hier zurückkommen, aber das machen wir dann gleich. Jetzt fangen wir mal erst mit Musik an, mit Musik. Wie ihr wisst, hier die Live-Ecke am Anfang, damals während Corona entstanden, weil man als daheim gehockt habe. Jetzt gehen wir ja alle wieder selber auf Konzerte, aber da erscheint immer noch richtig geiles Zeug. Und hier ist etwas, wo ich am Anfang gedacht habe, naja, ob das jetzt wirklich so toll ist. Ich habe mir es geholt, ich habe mir es angeschaut. Ich finde es ziemlich der Knaller. Es ist was von Alice Cooper. Kommt was, so weiß ich gar nicht, wie man es richtig ausspricht, live from the AstroTurf oder so, im Rahmen einer Lesereise und Signing Session für sein Buch Snakes, Guillotines, Electric Chairs, My Adventure in the Alice Cooper Group war Original Alice Cooper Buzzer Dennis Dunaway zu Gast im Plattenladen Good Records in Dallas. Da sollte also, wie gesagt, eine Signing-Session und eine Buchvorlesung stattfinden und ein kleines Konzert mit weiteren ehemaligen, also original Alice Cooper-Musikern, nämlich mit Michael Bruce an der Gitarre und Neil Smith an den Drums. Und die Jungs fangen auch an und zur Überraschung aller, völligst unangekündigt, zur absoluten Überraschung der Fans, stürmt dann beim zweiten Song The Original Alice Cooper himself die Bühne. Und die Musiker spielen nach gut 40 Jahren zum ersten Mal wieder zusammen. Und da habe ich, wie gesagt, habe mir am Anfang gedacht, naja, ist das jetzt wirklich so spaßig? Übrigens, der 1997 Originalgitarrist, der Originalgitarrist Glenn Buxton, der ist 1997 gestorben, der wurde dann durch den aktuellen Alice Cooper-Gitarristen Ryan Roxy ersetzt. Auf jeden Fall, ich finde es geil. Und zwar ist es so eine intime Atmosphäre und die Band spielt dermaßen ohne Netz und doppelten Boden und das klingt alles so
echt und erdig und ist dermaßen sympathisch, wie das alles rüberkommt in dieser Atmosphäre. Und du siehst in den Gesichtern der Fans, boah, ist das geil, da steht der Alice und die spielen alle wieder mal zusammen. Ist ja klasse. Und danach gab es ja dann noch mehrere Konzerte, wo sie ab und an zusammengespielt haben. Also in dem Sinne hat sich wirklich das gelohnt. Es ist eine Doku, wo das Konzert beinhaltet. In der Doku ist das Konzert drin, zwischendrin ein paar Interviews. Das ist wirklich lustig, sich anzuschauen, anzuhören. Es ist auch total geil, wie die Band auf der Bühne so rumalbert und rumscherzt. Also das macht richtig Spaß, wie sie sich da auf dieser Plattenladenbühne bewegen, was sie da machen. Der Clown, ja, ach Gott. Der Sound klingt schön, echt. Und das habe ich dann gemerkt so beim Schauen. Wow, das ist geil, wie der Sound klingt. So hörst du die Songs nie mehr, definitiv nicht. Also das ist eine Doku, das Ganze gibt es als CD, inklusive der Blu-ray, das habe ich. Und dann gibt es auch als DVD mit LP oder die LP mit einer DVD. Also es ist einfach geiler, purer Rock'n'Roll und du merkst erstmal da, die Größe der Songs funktionieren nicht nur auf der Riesenbühne mit allem Showgedöns drumherum, sondern auch in diesem einfachen kleinen Rahmen. Also hier, wie gesagt, ich habe die Blu-ray mit CD, wie gesagt, gibt es auch auf Vinyl mit DVD, wer das dann so haben will. Also, feine Sache. Anfangs habe ich mir gedacht, naja, was soll das? Aber es hat mir richtig gefallen und ich habe mit einem Schmunzeln in meinem Sessel gesessen. Gell? Jawohl, Alice Cooper! Oh, das ist, gell? Ihr wisst ja, Wasser ist gesund, gell? Ah, ist das gut. Habe ich aber. Gute Jahrgang, du. Alla, ich wollte hier nochmal was dazu sagen. Brian Johnson, was mir ziemlich am Herzen liegt, habe das ja neulich schon in die Kamera gehalten, seine Biografie. Und ja, werde mich jetzt da ein bisschen was wiederholen. Irgendwann vor ganz alten Folge habe ich das schon mal gesagt bei einem AC/DC-Beitrag. Und das ist mir auch hier wieder bewusst geworden. Ich kann das Buch wirklich nur empfehlen. Es ist lustig, es ist amüsant, wie er aus seiner Kindheit in den 70er Jahren erzählt. Das ist der Hammer. Und dann ist es absoluter Hammer, wenn es dann zu AC/DC geht. Alter, das ist, ja, das war der Sechser im Lotto für den Mann. Aber ich will unbedingt nochmal was loswerden, was mir als großer AC/DC-Fan immer sehr am Herzen liegt. Ich war nie jemand, der immer so kategorisch gesagt hat, Bon Scott ist der wahre Sänger, nur Bon Scott, naja, der Brian Johnson, nur Bon Scott. Gibt ja unwahrscheinlich viele, die so darüber denken. Natürlich ist Bon Scott der AC/DC-Sänger. Das, was in dieser Phase geschaffen wurde, ist ja das Fundament, sind ja die Säulen neben der Back in Black bis heute bei den Live-Konzerten. Hoffe ich, gibt's noch mal was, ob die alten Männer sich noch mal raus, ob sie noch mal rauskommen, wäre auch noch mal geil. Aber, und da wird mir eigentlich bewusst, Bon Scott, so unglücklich das dann auch war mit seinem Tod und auch so traurig, Brian Johnson, und das habe ich schon mal gesagt und das möchte ich jetzt echt wiederholen, ist eigentlich der Verwalter des ganzen AC/DC-Gedöns, er ist der Erblasser, der ist ohne ihn, wenn der Mann in die Hose geschissen hätte, wenn Back in Black nicht so das geworden wäre, was Back in Black ist, dann bin ich der Meinung, dann wäre die Band vielleicht im Sande verlaufen. Klar, ist das jetzt eine Konjunktivdebatte. Hätte, wenn und aber und so weiter. Das mit der Fahrradkette und sonst irgendwie. Aber man muss sich das mal wirklich überlegen, in welchem Druck, unter welchem Druck dieser Mann stand und hat dann Jahrzehnte, 30 Jahre lang, diese Band, 40 Jahre lang, diese Band, diesen Dampfer AC/DC. Anfangs war das ja noch so ein kleines Schiff im Endeffekt, aber dann wurde es ja zu einem riesen Ozeandampfer und den hat er durch die Untiefen der Rock'n'Roll-Geschichte der Jahre nach vorne durchmanövriert. Er war oben, hat gestanden, ohne ihn. Vielleicht wären die Songs sogar vergessen worden. Vielleicht wären sie vergessen worden, wenn AC/DC nicht weitergemacht hätten und mit Brian Johnson und mit Back in Black das Album gemacht hätten. Und ja, okay, alle Alben, die danach kamen, da lässt sich immer drüber diskutieren, ob sie alle wirklich so prickelnd war. Es war natürlich auch so, dass ein For South About a Rock, die ich heute viel stärker finde als damals, nach der Bon Scott-Phase, nach Highway to Hell, nach Back in Black, konnt's ja irgendwann, du kannst ja nicht ewig dieses Level halten. Also daher ist für mich Bon Scott und Brian Johnson, da ist keiner drüber und da ist auch keiner unten drunter. Die sind auf Augenhöhe.
Ohne den einen gäbe es den anderen und geschweige die Band heute überhaupt nicht mehr. So, und das ist als, weil ich bin dermaßen großer AC/DC-Fan und mich ärgert es immer, wenn ich dann Leute, wenn sie das so abtun und so weiter. Alter, die Songs werden vergessen. Wenn das nicht geklappt hätte, das Back in Black Ding mit Brian Johnson, mit diesen geilen Songs, würde heute keiner mehr über den anderen Kram. Da wäre das irgend so ein Band. Ach ja, da waren wir was. Oh ja, die waren geil, die waren gut. Naja, irgendwann nur Single und da war es rum. Nein, Leute, vergesst es einfach. Brian Johnson ist mit Bon Scott, die sind auf Augenhöhe, ganz, ganz wichtig für den Rock'n'Roll und haben, beiden gehört ein Denkmal und beide haben einfach alles dafür gegeben, alles, der eine sogar bis zum Tod. Traurig, aber wahr. Brian Johnson, Bon Scott, sind niemals vergessen. So, und das Buch, das lege ich euch wirklich ans Herz. Ich habe mehrmals schön geschmunzelt, das hat mir wirklich Spaß gemacht. So, dann kommen wir mal in die Neuheiten-Ecke. Es wird ja jetzt zum Ende des Jahres, ja, also zumindest für mich in Sachen Neuheiten immer dünner. Ist ja dann auch so, dass ich bis heute zum Beispiel die neue Machine Head noch gar nicht richtig gehört habe, weil es Vinyl erst am 25. November erscheint. Dann hatte ich mich auf den 25. November in Sachen Threshold gefreut. Da ist das Vinyl jetzt in den Januar verschoben worden, ins nächste Jahr. Und ich hole mir da jetzt nicht die CD, um mir dann das Vinyl nochmal zu kaufen oder höre mir das jetzt in irgendwelche auf YouTube oder auf irgendwelchen Streaming, bei irgendwelchen Streaming-Diensten an, Name falle mir da gerade nicht ein, da höre ich es halt gar nicht und habe halt einfach die Geduld, bis es denn rauskommt. So, aber nichtsdestotrotz gibt es immer noch gute Musik und da kann man sich auch mal momentan in der Zeit auch mal so ein bisschen Bands widmen, Platten und Veröffentlichungen widmen, die vielleicht nicht ganz den großen Namen haben. Man kann ja nicht immer nur die Großen abfeiern. So, in dem Sinne habe ich hier auch was, nämlich, da bedanke ich mich bei Steamhammer SBV fürs Zusenden, dass ich mich damit dann ausführlich beschäftigen konnte. Und zwar Lesse und das Album We Are the Chosen. Lesse Leone, geboren in New York, Jahrgang 59, musiziert schon länger durch die Metal-Szene. Bekannt ist die Sängerin von Chastain, David T. Chastain. Das war ein Gitarrist, oder beziehungsweise der Mann lebt ja noch meines Wissens, ist ein Gitarrist, der war damals aus dieser Mike Varney Gitarrenhexer Schule, will ich mal nennen. Der 80er war das hervorgegangen und da gibt's einige klassische, richtig geile Metal-Alben, die sich auch wert sind, da damit zu beschäftigen. So, ich stelle mal die gute Lesse hier ab. So, damit sind so blendet. Wer Lesse nicht kennt, sie wurde damals schon, so habe ich es in meiner Erinnerung, als der weibliche Dio benannt. Und genau das gibt ihre, beziehungsweise die musikalische Marschroute ihres dritten Soloalbums gut vor. Schwermetall, US-amerikanische Ausrichtung und ihre raue Stimme gibt den Riffs die richtige Dynamik. Also sie hat nicht so eine Opernstimme, was ja auch viele Metal-Sängerinnen irgendwo gibt, sondern so eine richtige raue Frauenstimme, so wird irgendwie auch mit Reißnägel gurgle oder irgend sowas. Und das beweist schon der sehr selbstbewusste, kraftvolle Opener We Take Back Control. Der unterstreicht es massiv. Es ist auch schon mal ein wirklich sehr guter Song als Einstieg in das Album, beziehungsweise um halt auch das Ding halt einfach ein bisschen kennenzulernen. Wurzeln dieses Albums, beziehungsweise ja, ihres musikalischen Schaffens liegen ganz klar in der Black Sabbath Phase mit Dio und in Dios Solo Phase. Und das Ganze ist mal kraftvoll stürmisch, aber es hat auch immer mal so einen schönen Epic-Touch. Und diese Liebe und Verneigung zu Dio geht ja sogar so weit, dass in Hollowed Ground dieser Song speziell für Dio gewidmet ist. Und wie gesagt, das gibt schon mal gut die Richtung vor, so als Richtung, was ihr auf dem Album zu erwarten habt. Also, ich sage ja ganz gern, das Rad wird nicht neu erfunden, aber es rollt mal ziemlich gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Und Lesse hat eine wahrlich charismatische Stimme, die generell meiner Ansicht nach in der breiteren Metal-Szene zu wenig Beachtung gefunden hat. Und zumindest kann man das dann mit dem neuen Album hier absolut mal nachholen. Also gibt es auf Vinyl, gibt es als CD und im sonstigen Streaming-Gedöns. Wie immer von Steamhammer gibt es zu kritisieren keine gefütterte Hülle, aber hier ein bisschen Bild und Text ist dabei. Das kann man auf jeden Fall sagen. Pressung ist in Ordnung, gab es auch nichts so weit zu meckern. Ich halte es hier euch nochmal an und als Nebentipp Chastain, David T. Chastain mal anchecken. Da ist die Frau auch dabei gewesen. Ziemlich geiles Zeug. Thank you.
So, und weiter geht's. Und da wird nämlich gerade der Spruch, den ich eben hatte, das Rad wird nicht neu erfunden. Es rollt verdammt gut und es passt auch auf die nächste Band. Genauso wie jetzt ein Schluck Wasser passt, weil ich habe Durst. Also, und zwar, ja, das kleine Dänemark hat ja in den letzten 40 Jahren schon einiges an Musikern und Bands hervorgebracht. Wenn wir das mal auf die Einwohnerzahl hochrechnet, was es da alles gibt und gab, das ist ja unfassbar. 2012 in Kopenhagen ist gegründet worden die Band Steel Inferno. Yeah, da sind sie. Steel Inferno. So, und jetzt ist mir was passiert. Das hatten wir noch nicht. Da ist mir doch hier was runtergefallen. Da muss ich mich gerade mal... Das ist halt jetzt... Könnte ich jetzt schneide und das dann wieder rausmache, während ich mich hier bücke und den Zettel hole, den ich für die nächste Band brauche. Brauche immer so ein bisschen Informationen. Wer schreibt, der bleibt. So, und weiter geht's. Alla, hier. Ja, komm. Für die Bückaktion gebe ich mir mal selbst einen Aktstab. Was ein Quatsch. Alla, hopp hier. Steel Inferno, Evil Reigns. Die Band hat sich gegründet 2012 in Kopenhagen. Und das ist mittlerweile ihr drittes Album und mein erstes. Sie selber beschreiben ihren Stil und besser könnte ich es gar nicht vortragen. Sie sagen über sich, Old School Heavy Speed Metal with US Power Metal Influence. Bam! Und es trifft es aber mal so richtig wie der Arsch auf den Eimer. Wer zu Agent Steel und Hellstar und auch so die Frühphase von Overkill, so die ersten zweieinhalb Alben, sage ich jetzt mal, wer da vor lauter Begeisterung seine Luftgitarre zerschlägt und wild durchs Zimmer bängt, der ist hier definitiv gut aufgehoben und kommt eventuell um eine Anschaffung dieser Scheibe oder als CD nicht drumherum. Das Ganze klingt so herrlich, unverbraucht. Das scheppert so richtig rumpelig aus dem Boxen und manchmal hat man das Gefühl, dass die Band in ihrer Euphorie sich selbst überholt. So wie ich, wenn ich total euphorisch bin und völlig mich verbabbel. So kommt es mir doch vor. Und das Ganze hat aber dann so ein schöner, für mich hat es ja einen Charme, wenn so eine Band vielleicht nicht ganz so akkurat ist und einfach ihr Herzblut in die Musik reinlegt. Das finde ich halt einfach geil und dadurch klingt das für mich dermaßen authentisch. Authentischer geht es gar nicht mehr. Also es hat richtig teilweise geiles Tempo, messerscharfe Gitarre und richtig geile Tempo-Breaks und Tempowechsel und so weiter. Das macht richtig Laune. Und eins habe ich noch vergessen in meiner Aufzählung, fällt mir noch ein. Ja, Agent Steel und Hellstar, ganz frühe Overkill und als Richtungsweisung Slayers Show No Mercy möchte ich auch noch so als Einfluss hier erwähnen. Das gut vermischt und da haben sie ihr eigenes Ding gemacht. Also, wie gesagt, das Rad wird neu erfunden, aber es rollt dir fast fatt, während du es hörst. Also für mich ist das so richtig, ja, für mich ist das echter Metal. Könnt mir jetzt fragen, was ist echter Metal? Das ist echter Metal. Und das ist so richtig Underground pur, das ist für die absolute Nerds. Und das Ganze ist absolut abseits von Hochglanzmetal mit Schunkelrefrains. Jawohl, so ist es. Ah, was bin ich denn heute so dastig? Ja, ist bestimmt von dem staubischen Wüstensand, der da ständig durch die Medien geht. Ja, stimmt, durch die Medien geht so ein Wüstensand. Der macht dastig. Naja, gut. Also, das Ganze war nicht in gefütterte Hülle. Aber zumindest war hier auch Foto dabei und Textblatt zur Pressung. Kann man auch nichts sagen. Also, man kann nichts Schlechtes sagen, will ich damit sagen. Oh Gott. Also, checkt's mal an hier. Richtig. Show No Mercy, Slayer. Früher Overkill, Agent Steel, Hellstar, Spielfreude pur, dass die Jungs fast über ihre Instrumente stolpern. Richtig geiles Teil, macht mir richtig Spaß. Und das ist das Schöne. Ja, nicht nur die Großköpfe der Bands und so weiter, die mir hier gerne auch abfeiern, aber auch sowas, das ist der Nährboden, das ist das von unten, was immer dann irgendwie nachwachsen muss, was die Substanz gibt und ach, weiß der Geier, gell? Ihr wisst, was ich sagen will. Super geht es hier heute voran, muss ich ehrlich sagen. Übrigens, eventuell, wenn alles klappt, nächste Folge haben wir einen weiteren Gast. Ich bin am Arbeiten dran, dass das alles klappt, aber lassen wir uns überraschen. Lasst ihr euch überraschen, wer es ist und ich lasse mich überraschen, ob es überhaupt klappt. Alle hopp! Sind ja auch nur noch zwei Folgen.
dieses Jahr, die dann noch kommen werden. Dazu möchte ich auch noch sagen, also es gibt dann noch die in 2 Wochen eine Folge und dann die Weihnachtsfolge, die erscheint natürlich nicht freitags, normalerweise im Rhythmus ja freitags, sondern die erscheint dann traditionell, das ist dann die Folge 85, traditionell am ersten Weihnachtsfeiertag nachmittags zum gemütlichen Weihnachtskaffee, gell? Jawohl! So, gehen wir mal die Spezialecke mit alte vergessene Krempel, da habe ich heute ein bisschen was. Kennt ihr das Label aus Italien Night of Vinyl Death? Night of Vinyl Death ist ein ganz spezielles Label. Ich sage mal spaßhalber, manchmal veröffentliche ich auch Sachen, die sonst keiner veröffentlichen will, vermutlich. Aber, und die Sachen sind sehr gefragt, sind teilweise kleine Pressungen und bei Sammlern hoch begehrt. Unter anderem haben die halt auch so spezielle Sachen gemacht. Das zeige ich euch jetzt einfach nur mal, damit ihr so einen Blick dafür bekommt, was sie unter anderem auch machen. Zum Beispiel gab es mal hier Dio Killing the Dragon in diesem, wie ich finde, wunderbaren Pop-Up-Cover, wo dann der Drache so kommt und so weiter. Gab es auch mal was von Alice Cooper. Also die machen da ziemlich viel. Entschuldigung. Und natürlich auch irgendwas veröffentlichen, wie ich sag mal spaßhalber, ja, was dann auch wirklich so für die Die-Hard-Sammler noch immer auf Vinyl. Und was ich euch jetzt vorstelle, gibt es natürlich beides in einer kleinen Auflage, aber immer noch Minimum als Secondhand-CD. Also als erstes habe ich mir nämlich mal was ausgesagt, und zwar von Vicious Rumors, das 2006er Album Warboy. Ah, die Geschichte von Vicious Rumors ist bis heute durch den tragischen Tod 1995 ihres Weltklasse-Sängers, und das ist absolut keine Untertreibung oder Übertreibung, Karl Albert geprägt. 1995 gestorben bei einem Autounfall, ihm ist ein Besoffener reingefahren und er war da ja noch vor Ort schon gleich leider verstorben. Und diese US-Power-Metal-Band irrlichtete, man kann wirklich sagen, irrlichtete dann nach seinem Tod mit wechselnden Sängern und merkwürdigen Alben durch die nächsten Jahre. Es dauerte aus meiner Sicht bis 2006, nämlich dann die Erlösung kam für die Vicious Rumors-Fans. Am Mikro Hellstar-Sirene James Rivera übernahm den Posten. Leider verließ er die Band wieder recht schnell. Ich habe sie sogar noch mal live gesehen im Sinkkasten, habe hier sogar noch die Karte. Muss ich nur abfotografieren, dann kopiere ich euch das hier dann noch mit ein. War damals auch Agent Steel dabei, das ist auch so ein ja, Hellstar. Agent Steel war ja so ein bisschen ähnlich, auch vom Gesang her, diese Sirenenhafte. Und auf jeden Fall hatten die sich hier zwei gefunden, Geoff Sorb, der Gründer von Vicious Rumors und Kopf, und mit James Rivera. Ja, wenn man Warboy mit den Großtaten des ja leider verstorbenen Karl Albert messen lassen will, wenn man es mit der Zeit messen will, ja, dann wird es schwierig. Das muss man ganz aus dem Kopf kriegen. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Und dieses schwere Erbe der frühen US-Power-Metal-Götteralben mit Karl Albert tragen sie eigentlich bis heute. Bis heute, muss man wirklich sagen, mit sich herum. Besonders was es den verstorbenen Sänger Karl Albert betrifft. Boah, habe ich ihn jetzt oft genannt. Der Mann ist göttlich, hört euch alte Vicious Rumors Platte an. Ich muss da, glaube ich, hier auch mal ein Special machen oder so. Auf jeden Fall, es ist kein schlechtes Album. Es ist ein geiles, absolutes Metal-Album. Und damals bei dem Konzert, da ist mir förmlich auch die Kinnlade zu Boden gedonnert. Das Rockhard-Magazin schrieb damals schon vom zweiten Frühling der Band. Und das hier ist ja wirklich fetter, rasanter US-Power-Metal, und Sänger James Rivera mit seiner Sirenenstimme singt alles dermaßen in Grund und Boden. Das ist der Hammer. Also bis auf so eine Ballade, ich komme jetzt nicht auf den Titel, ja, ist es so, das ist so ein bisschen Durchhänger-Song, aber ansonsten auch noch interessant, Brad Gilles, Nightranger-Gitarrist, ist hier auch, ist ein guter Kumpel vom Geoff Sorb. Ist hier auch bei 2, 3 Songs zu hören. Ist ein starkes Album. Ja, diese Night of Vinyl Death Vinyl-Auflage ist auf 444 limitiert. Aber wie gesagt, ihr kriegt es definitiv noch als Secondhand CD. Lohnt sich auf jeden Fall. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, ob hier... Nee, hier waren, glaube ich, auch keine gefütterte Hülle. Aber deswegen jetzt, da ich es jetzt nicht mehr genau weiß, Angabe ohne Gewehr. Hier sind dann auch Fotos und Texte. Also ein wirklich... Es ist ein starkes Metal-Album. Man muss halt im Kontext, dass man die Karl-Albert-Phase aus dem Kopf kriegen. Wer Vicious Rumors überhaupt nicht kennt und auch die Karl-Albert-Phase nicht kennt dadurch, der kann natürlich hier sehr viel offener an das Album rangehen, und er dürfte
Das ist Metal, aber ohne. Ja. Ja, da brauchen wir gar nichts mehr zu sagen. Ja, wie ich gerne mal sage. More Metal, than you need. Warball, Vicious Rumors. Ich glaube, ich muss mal, es liegt mir schon lange im Kopf, mal, glaube ich, Spezialecke Vicious Rumors mache. Aber da habe ich hier noch was, auch von dem Label Night of Funeral Dead aus Italien. Die haben da noch was veröffentlicht, nämlich von Ted Morose, eine schwedische Power Metal Band. Die wurden gegründet 1991 und das ist ihr Album von 2002, Matters of the Dark. Wie Morgana Le Fay sind sie aus Schweden und aus dem Ort oder aus der Umgebung Böllnis, wenn ich es richtig auch ausspreche. Beide Bands schlugen so ziemlich zur gleichen Zeit damals in den 90ern auf und räumten vordere Platzierungen in den Soundchecks der Magazine ab. Also das kann man wirklich festhalten. Nach den ersten beiden Alben habe ich diese Band ein bisschen aus den Augen verloren, bis 2002, als Matters of the Dark erschien. Mittlerweile gab es dann zu dem Zeitpunkt auch einen Sängerwechsel. Urban Pratt hieß der gute Mann. Und hier findet ihr auch wieder klassischen, kraftvollen Power Metal, ungekünstelte Power Metal US-amerikanischer Prägung. Nicht dieser sündige, schwängerte Kram, der dann später zum Euro-Power-Metal erkoren wurde. Das wäre auch mal eine Sondersendung wert, mal wirklich aus meiner Sicht zu erklären, was eigentlich Power-Metal ist und wo das Ganze eigentlich herkommt. Da wird mir manches heute als Power-Metal verkauft, wo ich aber ganz schwer die Power suche. Da gebe ich mir selbst mal einen Aufschlag hier. Alleine der Titelsong ist ein absoluter Referenzsong für das Album, für die Band. Und die Krönung da dabei ist, dass Morgana Le Fay-Sänger Charles Rydkonen hier im Duett mitsingt und den Song, weil, das muss ich leider sagen, der Morgana Le Fay-Sänger gefällt mir einen Zacken besser als der Sänger. Und aber die beiden zusammen, boah, was eine Nummer, Matters of the Dark, hört euch allein den Song an. Wahnsinn, absolute Wahnsinn. Also, Album starker Metal, kraftvoll, nicht verspielt, immer direkt, auch mal episch. Also, wir haben ja heute hier ziemlich nur, ja, keine große Bandbreite an Musik, ist alles ziemlich ähnlich, aber dann doch im Kern, wenn man die einzelnen Bands vergleicht, sehr, sehr unterschiedlich. Das Ganze klingt auch 2020 für mich immer noch sehr intensiv und absolut frisch. Auch hier kleine Vinylauflage, nur 250 Stück. Aber gibt's auch als Secondhand-CD. Also für alle da draußen, die nicht so Vinyl-bekloppt sind, Schallplatten-bekloppt sind wie ich, auch hier dann auch wieder eine Beilage dabei. Ich weiß auch nicht mehr, ich vergesse mir das dann aufzuschreiben, wenn ich die Platte irgendwann habe, ob da eine Originalhülle dabei war, eine gefütterte Hülle war oder eine andere Hülle. So eine Platte kommt hier rein, steht dann 3 Wochen rum und so weiter, dann weiß ich nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe. Ich wasche ja meine Schallplatten und danach kommen sie dann immer in gefütterte Hüllen, sofern keine mitgeliefert wurden. Also hier auch nochmal Fotos und Texte, bevor ich mich in dem Thema der gefütterten Hülle völligst verliere. Gut, und dann habe ich noch was, da wurde noch was veröffentlicht, worauf ich gerne, sehr, sehr gerne hinweise. Wer mich länger kennt, weiß, dass ich großer Fan und Freund der Band Brainstorm bin. Wir waren ja sogar schon 3-mal in Europa unterwegs vor langer, langer Zeit. Und die haben nämlich Downburst von 2008 und Liquid Monster von 2005 wurden auch auf Vinyl veröffentlicht. So, hier, guck mal da. Jetzt werden wieder alle schreien, ja, muss dann alles auf Vinyl rauskommen. Ja. Scheiße, so funktioniert es mit der Marktwirtschaft. Ne? Angebot und Nachfrage. Was ich auf jeden Fall festhalten möchte, möchte jetzt gar nicht mehr großartig hier auf die Alben eingehen. Die dürften hinlänglich bekannt sein. Was ich sagen möchte, gute Pressung, sehr gute Pressung. Das fällt halt mittlerweile halt auch auf bei manchen Firmen, wo es mal... So ist hier in dem Fall gute Pressung, hört sich gut an. Es wäre vielleicht noch zu erwähnen, dass hier Downburst meiner Ansicht nach immer so etwas stiefmütterlich behandelt wurde, aus meiner Sicht, weil nämlich 2003 war ja Soul Temptation, das ist für mich das, ja, ja, das Referenzalbum von Brainstorm, danach dann Liquid Monster, da waren wir sogar zusammen auf Europa-Tour, ja, und dann kam Downburst, naja, dann, wie ich eben schon in dem Beispiel meinte, hast du die AC/DC-Phase, wo es immer geiler wurde, Hybrid Hell, Back in Black, For the House About Rock, Flick of the Switch. Es ist halt einfach so, dass dann in dem Moment wirkt das alles vielleicht auf den ersten Moment schwächer. Aber hier, allein der Opener Falling Spiral Down.
Was eine Nummer. Absolut geil. Und noch als Tipp dazu, die Soul Temptation wird auch diese Tage demnächst auf Vinyl veröffentlicht. Und die habe ich auch schon mal in Folge 6, in der ganz frühen Folge, in der Spezialecke vorgestellt. Die Infokarte, den Link haue ich da oben rein. Könnt ihr euch ja auch nochmal angucken. Ist dann auch schön zu sehen, wie ich das hier alles so verändert hat. Alla, Leute, Folge 83. Wie gesagt, bin am Plane, Folge 84. Soll hier wieder den Gast sitzen. Drückt mir die Daumen, dass das klappt, dass wir das terminlich hinbekommen. Und dann lassen wir uns überraschen. Ich lasse mich überraschen bei euch, ob es klappt. Und ihr lasst euch überraschen, wer das dann ist. Alla, kommt gut durch die Zeit. Lasst euch da draußen nicht verrückt machen. Und geht's, wie sagte ein alter Ex-Kaiser, geht's rum und hört's Musik, gell, oder so ähnlich. Alla, macht's gut, tschüss.